preisgekrönte Filme und Dokumentationen jenseits von Hollywood sind wieder in Innsbruck zu sehen. Gestern Abend ist das 24. Innsbrucker Filmfestival eröffnet worden. Trotz des lauen Sommerabends hat man das Innsbrucker Leo-Kino gestürmt. Der neue Streifen des Tiroler Filmemachers Hubert Zauber stand am Programm. Riesenandrang beim Premierenabend vom Internationalen Filmfestival Innsbruck, das seit vielen Jahren ganz ohne VIP-Empfang und glamourösen roten Teppich auskommt. Wir sind nicht Hollywood, aber das wollen wir auch nicht sein. Es geht auch ohne roten Teppich. We don't need red carpets. Also was uns schon wichtig ist, dass man Filmemachern hilft, bekannt zu werden. Well, it's an opportunity to, es ist eine gute Gelegenheit, Kollegen zu treffen und sich anzuschauen, wie sie ihre Filme machen. Das Spezielle ist ja, dass hier vor allem Filme über die dritte Welt, also Afrika oder Lateinamerika, gezeigt werden. Amerikanische Produktionen werden ja schon auf so vielen Festivals vorgestellt. Um Afrika geht es auch in der Dokumentation We Come as Friends. In diesem Film reist der vielfach ausgezeichnete Kitzbüheler Regisseur Hubert Zauber mit einem selbstkonstruierten Flugzeug durch den Sudan. Die Volksabstimmung spaltet 2011 das größte Land Afrikas in zwei Nationen. Hubert Zauber ist dem wiederentflammten Kolonialismus und den Kämpfen um Land und Ressourcen auf der Spur. Der Film passiert im Sudan, aber es geht nicht um den Sudan, es geht um human condition, sagen wir, also um den Zustand der Menschen. Das Gefühl von einer fremden Macht und von fremden Ideen eingenommen zu werden und dominiert zu werden, ist ein beklemmendes Gefühl. Ne? Ich glaube, Dokumentarfilm ist, abgesehen davon, einer der letzten oder der letzten Nischen der wirklichen freien Rede, also der wirklichen Redefreiheit. Also zum Beispiel die Evangelisten aus den USA kommen in ein Dorf in Zentralafrika. Und das Erste, was sie sagen, oh je, die sind alle knockert. Ne? Und die versuchen dann in erster Linie einmal, dass die knockerten Kinder endlich sich anziehen. Diese Domination ist so brutal, es geht so tief in die Seele, dass das ist fast nicht auszuhalten. Ne? Ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, wie ich ihn einschätzen soll, weil er ja eigentlich den Kolonialismus in Afrika anprangern soll. Und jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, dass die afrikanische Bevölkerung zur Schau gestellt wird. Ich glaube schon, dass er berührt und dass er betroffen macht. Und Betroffenheit ist, denke ich, auch der erste Schritt zur Veränderung. Natürlich diese Arroganz, die der weiße Mann mitbringt. Also ich muss sagen, ich bin beschämt. Das war schon ein bisschen brutal anzusehen, aber sie haben mich schon dazu dann bewegt, nachzudenken und so, was könnte man ändern? Über 40 mutige und außergewöhnliche Filmprojekte werden noch bis Sonntag beim Filmfestival in Innsbruck gezeigt.